Grüß dich miteinander. Gestern war es so weit. Die junge SVP Biel-Seeland hat gestern ihre erste Volksinitiative eingereicht. Mit der Initiative 200'000 Franken sind genug, wenn wir den Lohn des Bieler Stadtpräsidenten und von den übrigen Gemeinderäten senken. Seit dem Start Mitte Mai haben wir über 2'300 Unterschriften gesammelt und sie laufend beglaubigen lassen, sodass wir gestern, einen Monat vor dem Ende der Sammelfrist, 2'114 gültige Unterschriften einreichen können. Wir haben noch rund 100 weitere Unterschriften zur Beglaubigung ausstehend. Wir werden jetzt noch weiter laufend sammeln, was bei uns reinkommt. Die Hürde für eine Volksinitiative ist in Biel sehr hoch. Mindestens ein 15. oder 6,67% der Stimmberechtigten müssen die Volksinitiativen unterschreiben, damit sie überhaupt zu Stand kommen. Zum Vergleich, in Luzern beträgt die Quote nur gerade 1,5%, also nicht einmal ein Viertel von dem von Biel. Aber das nur mal kurz am Rand. Es war ein historischer Moment für uns, weil es kommt nicht häufig vor, dass eine Volksinitiative vorzeitig eingereicht werden kann. Und vor allem nicht, wenn sie von einer Jungpartei ist lanciert worden. Umso schöner also, dass es uns hier in Biel trotz dieser hohen Hürden gelungen ist. Über 2'000 Personen stehen hinter unserem Vorhaben, den Gemeinderatslohn von 240'000 Franken ab und auf 200'000 Franken zu senken und den Lohn vom Stadtpräsidenten von 262'000 Franken ab und auf 220'000 Franken zu senken. Ich werde mich an dieser Stelle bereits bei jedem Einzelnen für seine Unterstützung bedanken. Jede Unterschrift zählt und trägt dazu bei, dass sich in Biel etwas ändern kann. Die Stadt Biel ist finanziell nicht auf Rosen gebettet. Mittel- bis langfristige Schulden von über 500 Millionen Franken, ein strukturelles Defizit und ein Stadtrat, der mehr Geld für unnötige Projekte und Subventionen ausgibt, als überhaupt vorhanden ist. Wir haben es ja gerade diese Woche während der Budgetdebatte gesehen. Die meisten Stadträte, inklusive jene von FDP, sind nicht an einem Leistungsverzicht interessiert und wollen nicht sparen. Demgegenüber haben wir von jungen SVP Biel-Seeland Nägel mit Köpfen gemacht. Wir reden nicht nur vom Sparen, sondern wir bringen auch konkrete Vorschläge. Einer von unseren Vorschlägen ist gestern als Volksinitiative eingereicht worden. In den letzten Jahrzehnten war der Lohn der Exekutive in Biel nie ein grosses Thema. Wenig verwunderlich also, dass nicht einmal ein Reglement existiert, das den Lohn der Exekutive regelt. Aber noch verrückter ist, dass kaum jemand wirklich gewusst hat, was die Exekutive den Steuerzahler überhaupt kostet. Dank unserer Initiative ist wenigstens dort schon mal Transparenz geschaffen worden. Aber das allein reicht uns noch nicht. Wir wollen, dass der Lohn vom Gemeinderat in der Stadtordnung verankert wird und endlich eine vollständige Transparenz geschaffen wird. Die Initiative ist aber auch aus anderen Gründen nötig. Die Diskussion über meinen Vorstoss, den ich vorgängig eingereicht habe, hat es gezeigt. Der Gemeinderat will zwar sparen, aber bloß nicht bei sich selber. Und statt von sich aus auf einen Teil von seinem Salär zu verzichten, soll es jetzt eine Stadtratskommission machen. Die hat aber primär das Ziel, das Personalreglement zu revidieren, was sicher auch noch zu grossen Diskussionen führen wird. Ob meinem Vorstoss dann einen konkreten Antrag folgt oder es bloß bei einem «Wir schauen es an» bleibt, ist sehr ungewiss. Mit der Initiative haben wir jetzt aber die Garantie, dass das Volk über das Thema entscheiden kann. Es stellt sich nämlich wirklich die Frage, ob ein Lohn von 240'000 Franken respektive ein Lohn von über 262'000 Franken gerechtfertigt ist, wenn man bedenkt, wie schlecht die Stadt Biel finanziell dasteht. In der Privatwirtschaft wäre ein solches unsorgfältiges Umgehen mit dem Geld nicht tragbar und würde schwere Konsequenzen mit sich ziehen. Doch bei Stadt Biel hat man langsam das Gefühl, dass einfach nichts passiert. Und genau hier müssen wir einhaken. Es kann nicht sein, dass gängig mehr Geld ausgegeben wird, wenn das eingenommen wird. Und es kann nicht sein, dass Schulen kurz vor dem Zerfall stehen und öffentliche Toiletten müssen geschlossen werden. Und gleichzeitig verfolgt man ein Prestige-Projekt nach dem anderen. Ich erinnere hier an das Regiotram, an den Neumarktplatz oder an die teure Umgestaltung vom Bahnhofplatz. In den kommenden Jahren müssen wir alle finanziellen Einschnitte machen, weil so kann es nicht weitergehen. Wir von jungen SVP Biel-Seeland sind aber überzeugt,
dass die durchaus unpopulären Massnahmen aber besser verstanden und getragen werden, wenn der Gemeinderat mit gutem Beispiel vorangeht und bei sich selber auch den Rotstift ansetzt. Und wenn es jetzt halt erst mit Druck von außen passiert. Ich werde mich nochmal ganz herzlich bei allen Helfern, Unterschriftensammlern und bei allen Unterzeichnern bedanken, die hinter der Initiative von Jungen SVP Biel-Seeland stehen. Merci vielmals.